Moin, moin, liebe Gartenfreunde. Es ist Dezember, der letzte Gartenrundgang für dieses Jahr steht an. Aussehen tut man nichts mehr. Jedenfalls mache ich das nicht mehr. Aber dennoch, es gibt einiges zu zeigen. Das in diesem Video. Viel Spaß! Ich habe im letzten Jahr das schon mal ausprobiert, Zuckererbsen im Spätherbst auszusehen. Das habe ich hier vorne gemacht und direkt bei euch ist auch ein Beet. Habe ich die ausgesät und letztes Jahr sind von, ich glaube, 10 Körnern eine einzige was geworden. Die ist dann, ich glaube, die stand hier vorne und die konnten wir tatsächlich schon im Mai beernten. Dieses Jahr habe ich mir gedacht, statt Gründüngung oder irgendwelche anderen Sachen opfere ich die Beete mal und sehe Zuckererbsen aus. Ich hatte sehr viel davon und habe die ganzen Beete jetzt mit Zuckererbsen ausgesät und es sprießt alles. Überall, natürlich auch überall Unkraut, aber es sprießt. Und diese Zuckererbsen wollen wir mal gucken, ob wir die im Mai dann schon beernten können. Dann kämen sie ja etwas früher raus und man kann anschließend noch Salat oder auch Möhren oder was auch immer danach dann ja mit reintun. Als Folgesaat. Zwischen den Zuckererbsen habe ich Laub. Ich habe hier verschiedene Bäume. Auf dem gesamten Grundstück sind, glaube ich, über 20 Bäume. Und da fällt natürlich ordentlich was an Laub an. Dieses Laub schmeiße ich nicht in den Komposter, sondern teilweise auch da, wo jetzt was wächst. Also, wenn hier jetzt die Zuckererbsen sind, dann kommen hier überall die Blätter dazwischen. Das schützt den Boden vor Frostschäden. Und die Pflanzen sind zudem auch noch ein bisschen geschützt. Und die Blätter werden ja so oder so zu Kompost irgendwann. Also, es ist ein natürlicher Dünger, der irgendwann ja dann mit eingearbeitet wird. Im Frühjahr sollten die Blätter halt eben noch nicht verrottet sein, dann gehe ich da mit dem Laubpuster einmal bei, fege die in die Wege und habe einen natürlichen Mulchschicht in den Beeten, in den Wegen, wo kein Gras dann wächst. Diese Blättervariante habe ich schon einige Jahre. So kommt auch immer wieder ein bisschen Bewegung in die Beete, die werden aufgelockert durch diese Blätter. Und auch hier bei der Etagenzwiebel, da ist es genauso. Ich habe die Blätter überall reingetan. Teilweise, hier ist der Baum, der Ahornbaum, fallen die Blätter so oder so automatisch schon runter. Hier muss ich nicht viel machen. Blätter im Gemüsebeet, also wer viele Bäume auf dem Grundstück hat, ab in die Gemüsebeete. Das ist die beste Entsorgung dafür. Hier in diesem Bereich habe ich die Blätter noch nicht aufgetragen. Hier ist hinter mir ein großer Eichenbaum. Hier fällt sehr viel Eichenlaub. Eichenlaub ist ja sauer und sollte nicht in die Beete mit eingearbeitet werden. Hier hole ich mir andere Blätter, die packe ich hier noch rauf. Ich habe hier auf diesem Beet Feldsalat ausgesät und auf diesem Spinat. Leider etwas spät. Der wird, ich glaube, nicht mehr großartig wachsen. Aber gut, es ist grün. Da ist Biomasse drin, deswegen ist der Boden dann ja auch schon ein bisschen geschützt. Ein bisschen Laub noch zusätzlich drauf. Ich habe hier hinten schon die ersten Steckzwiebeln gesetzt. Da kommt nachher auch noch Laub ringsherum. Also ich wollte noch warten, bis das Grün rauskommt, damit ich sehe, wo ich überall Laub hinschmeißen kann. Und hier erhoffe ich mir, dass sie noch in den nächsten ein, zwei Wochen wachsen. Dann kann ich hier noch ein bisschen Laub raufpacken. Laub ist hier genug. Habt ihr schon daran gedacht, die Regentonnen leer zu machen, bevor der richtige Frost kommt? Kleiner Tipp, wenn ihr die Regentonnen umrandet oder in der Erde etwas einbuddelt, passiert denen eigentlich nichts. Hier habe ich zum Beispiel zwei Regentonnen, die werden von dem großen Carport gespeist. Ich habe hier eine Wasserleitung hingelegt an die Regenrinne am Carport und dann werden die hier gespeist und das Wasser, was Überschuss, also das, was zu viel hier landet, wird dann weiter in meinen Gartenteich geleitet. Aber die sind also eigentlich immer voll. Und ich habe letztes Jahr, hatten wir ja hier schon Minusgrade, minus 15 Grad. Und anscheinend reicht eine simple Holzumrandung, abnehmbare Deckel,
Und die Tonnen frieren nicht kaputt. Also natürlich friert das Wasser, logisch. Aber wenn die Deckel abnehmbar sind, der Frost, der geht nach oben, die Tonnen bleiben heil. Also ich habe seitdem ich dieses Erdgewächshaus gebaut habe, keinen Frostschaden und ich habe das Wasser noch nie hier rausgenommen. Also, kleiner Tipp, umrandet eure Regentonnen mit ein bisschen Holz oder Bambusmatten und vielleicht müsst ihr sie nicht jedes Mal dann leer machen. Und im Winter mal hier oder da ein bisschen Wasser schadet ja auch nicht. Es friert ja nicht immer. Das Erdgewächshaus ist ja umgewandelt zu einem Wachtelhaus. Die fühlen sich richtig wohl, die Tiere, verstecken sich hier und da. Platz haben sie ja reichlich. Ich bin schon in voller Planung für ein neues Gehege für die, damit hier im Frühjahr wieder schön die Tomaten wachsen können. Wenn man sich selber Hühner ranzüchtet, also die ausbrütet, sei es auf Naturbrut oder per Inkubator, muss man damit rechnen, dass es auch Hähne gibt. Bei mir ist es jetzt so, ich habe mittlerweile nur noch 9 Tiere. 2 Hähne wurden schon geschlachtet, unter anderem der große Hahn, den ihr in den anderen Videos schon mal gesehen habt oder der immer mal dazwischen gerufen hat. Der musste jetzt nach Sibirien. Ich habe hier noch einige andere Hähne und die werden jetzt die Tage geschlachtet, kommen auch nach Sibirien schweren Herzens, denn die Vogelgrippe ist ja wieder aktiv und Stallpflicht. Ich möchte nicht so viele Tiere in einen Käfig sperren, die sollen Platz haben. Und 5 Hähne oder 4 Hähne, wie es jetzt mittlerweile sind zu viel für eine Schar von 9 Tieren. Also, schweren Herzens müssen die dann mal weg. Aber das gehört dazu. Selbstversorger muss man sich auch mit dem Thema Schlachten auseinandersetzen, wenn man Tiere hat. Und ich habe da Gott sei Dank keine Probleme und auch keine Berührungsängste. Die landen irgendwann dann lecker im Ofen. Das soll es auch schon gewesen sein. Ein kleines, kurzer Gartenrundgang. Der letzte dieses Jahr. Das nächste Video wird der Garten-YouTuber Adventskalender sein. Und seid gespannt, es gibt was Schönes zu gewinnen. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen. Wünsche euch eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Bis denn. Ciao.